Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute, wie man ein Dreieckstuch arbeitet, das überwiegend aus Stäbchen besteht. Ich verwende dazu von Prolana die Pastello. Das ist ein Baumwollgarn, also ein hundertprozentiges Baumwollgarn mit einer Lauflänge von 85 Meter auf 50 Gramm. Verarbeiten tue ich die Pastello mit einer Häkelnadel Nummer 5,5. Diese hier ist von Pony mit einem Bambusgriff, die sehr leicht ist. Man beginnt mit einer Luftmasche. Also eine Luftmasche arbeiten, dann drei Luftmaschen für das erste Stäbchen, nochmals zwei Stäbchen in die Luftmasche, nochmals eine Luftmasche arbeiten und nochmals drei Stäbchen, alles in diese erste Anfangsluftmasche. Mit drei Luftmaschen als Ersatz für die erste Masche wenden. Dann hier in diese erste Masche gleich nochmal ein Stäbchen arbeiten. Hier findet also eine Zunahme statt. Und dann nochmals ein Stäbchen. Und in jede Masche ein Stäbchen. In die Mitte arbeiten wir zwei Stäbchen, eine Luftmasche und zwei Stäbchen. In die folgende Masche jeweils, in die folgenden zwei Maschen jeweils ein Stäbchen und in die letzte Masche insgesamt drei Stäbchen. Dann drei Luftmaschen zum Wenden. In die erste Masche wieder nochmals zwei Stäbchen arbeiten. Dann ein Stäbchen auf jede Masche. Und hier in die Mitte für die Zunahmen zwei Stäbchen, eine Luftmasche und zwei Stäbchen. Und dann wieder auf jede Masche ein Stäbchen arbeiten. Und in die letzte Masche drei Stäbchen. Wieder mit drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen wenden. Gleich in die erste Masche zwei Stäbchen arbeiten. Und auf jede Masche ein Stäbchen häkeln. Nun sind wir hier wieder bei dieser Luftmasche, in der die Zunahmen stattfinden. Hier also zwei Stäbchen,
eine Luftmasche und nochmals zwei Stäbchen arbeiten. Dann wieder auf jedes Stäbchen eine Masche arbeiten, also ein Stäbchen. So, nun mit drei Luftmaschen wenden, wieder zwei Stäbchen in die erste Masche. Und nun möchte ich ein bisschen Abwechslung reinbringen, also ich arbeite nun stets eine Luftmasche und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, also eine Masche übergehen und ein Stäbchen, quasi ein Filetmuster. Und hier in der Mitte, da arbeite ich zwei Stäbchen, eine Luftmasche, also wie zuvor auch. Hier mache ich keinen Unterschied, ob ich eine Filetreihe oder eine dichte Reihe arbeite. Und nun beginnt es wieder mit einem Stäbchen, einer Luftmasche, einer Masche übergehen. Muss ich mal schauen. Hier haben wir drei Stäbchen am Stück und hier auch, okay. Das passt. Ich habe so ein Tuch auch noch nie gehäkelt, aber auf Facebook kam die Frage auf, ob man solch ein Dreieckstuch auch ohne Löcher quasi arbeiten kann. Dann möchte ich hier mal die Löcher zählen, damit das stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber hier enden wir mit zwei Stäbchen und dann hier in diese letzte Masche insgesamt drei Stäbchen arbeiten. Dann mit drei Luftmaschen wieder wenden, in die erste Masche zwei Stäbchen arbeiten und nun, damit wir das Filetmuster fortsetzen, mit einer Luftmasche beginnen, eine Masche übergehen und auf das folgende Stäbchen ein Stäbchen arbeiten. Nun sind wir wieder in der Mitte angelangt. Hier wie immer zwei Stäbchen, eine Luftmasche und zwei Stäbchen. Dann beginnen wir hier auch mit einem Stäbchen, einer Luftmasche
und ein Stäbchen und führe nun das Muster fort. Wo eine Luftmasche war zuvor, kommt wieder eine Luftmasche drüber und in das Stäbchen wieder ein Stäbchen. Hier könnte man nun nochmals eine Luftmasche und ein Stäbchen arbeiten, aber ich möchte gerne, dass am Rand immer mindestens zwei Stäbchen liegen, damit hier eine kompakte Kante entsteht. Also dann lieber mit drei Stäbchen enden. Obwohl hier kommen ja, nee, man kann das so machen. Hier kommen ja drei Stäbchen rein, dann haben wir die Kante. Also man kann enden mit einer Luftmasche und drei Stäbchen in die letzte Masche. Also wie gesagt, stört euch nicht ein bisschen an meinem Hin und Her. Ich arbeite hier das Tuch zum ersten Mal. Was nicht heißt, dass dieses Muster so noch nie gegeben hat, aber ich probiere es eben an so einem Dreieckstuch. Wieder mit drei Luftmaschen wenden. Und nun möchte ich wieder, dass eine dichte Reihe kommt, also ich arbeite nun nur Stäbchen. In die erste Masche wie immer zwei Stäbchen, also das führt durchs ganze Tuch durch. Und nun einfach auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und um die Luftmasche ebenfalls ein Stäbchen. So, nun sind wir wieder bei der Luftmasche in der Mitte. Auch hier, wie gewohnt, zwei Stäbchen, eine Luftmasche und zwei Stäbchen arbeiten. Und dann auf jede Masche wieder ein Stäbchen und um jede Luftmasche ein Stäbchen. Mit diesem Bändchen kann, kommt man ganz gut voran und wenn man zwischendurch eben solche luftige Reihen arbeitet, verschluckt das Tuch auch nicht zu viel Material. Und hier in die letzte Masche, wie immer, drei Stäbchen arbeiten. Wieder mit drei Stäbchen wenden.
Nun möchte ich wieder eine Reihe mit Luftmaschen arbeiten, weil ich denke, das Muster sollte schön luftig sein. Man beginnt also mit einer Luftmasche, einem Stäbchen, einer Luftmasche, einem Stäbchen und immer darauf achten, dass man eben auch eine Einstichstelle übergeht. Das Bändchengarn ist also schön koloriert. Hier kommt nur noch etwas Pink mit ins Spiel. Also ich habe nun darauf geachtet, dass diese Stäbchen wieder auf das Stäbchen der Vorreihe trifft. Ansonsten, je nachdem wie das Muster aufgeht, muss man eben hier zunächst mit einem Stäbchen und einer Luftmasche beginnen. Hier eben mit einer Luftmasche und einem Stäbchen. Eigentlich wollte ich nun aufhören, aber dieser Farbverlauf finde ich jetzt spannend. Und nun häkle ich einfach ein bisschen weiter und schaue, was hier noch alles aus dem Knäuel kommt. Nun sind wir bei der Luftmasche, also zwei Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und nochmals zwei Stäbchen. Und hier nun darauf achten wieder, hier kämen Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Also hier mit einem Stäbchen beginnen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Genau, trifft genau auf das Stäbchen der Reihe darunter. Und in die letzte Masche kommen wie immer drei Stäbchen. Wieder mit drei Luftmaschen wenden. Nun möchte ich nochmals eine Lochreihe arbeiten. Hier kommt das Stäbchen hin. Zunächst hier zwei weitere Stäbchen in die erste Masche, das bleibt auf jeden Fall. Und nun rechne ich zurück, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche. Also beginne ich mit einer Luftmasche und arbeite auf das Stäbchen wiederum ein Stäbchen. Und nun sind wir wieder bei der Luftmasche in der Mitte. Hier also immer zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Und nun geht es wieder mit dem Filetmuster weiter. Ich rechne zurück, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche. Ich beginne also mit einem Stäbchen.
und dann kommt wieder Blau ins Spiel. Hier wechseln sich also die Farben harmonisch ab. Das macht sich am Ende bestimmt gut in diesem Tuch. Moment, in die letzte Masche immer drei Stäbchen, fast hätte ich es vergessen. Und wieder mit drei Luftmaschen wenden. Und so wächst dann unser Tuch. Hier bildet sich also eine schöne gerade Kante und hier die Spitze. Und wer es eben ganz dicht möchte, arbeitet wie hier am Anfang stets Stäbchen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.